Na toll. Hat ja viel gebracht, Ivara. Dann mach Tackle, okay? Ivara, Ivara. Sehr gut. Und das müsste über die Hälfte abziehen. Ah, rot auf gut. Du bist mein Pokémon, Ivara. Ja, mein Ivara hat voll Selbstvertrauen. So voller Stolz und so. Richtig fett, ey. Richtig fett. Und Paras. Komm, nee, wir bleiben so. Weil mal, ich möchte mal Ivara ein bisschen pushen. Pushen? Nein, pushen. Oh, Level 10, Paras. Das wird noch ein bisschen dauern. Nein. Du wolltest mein kleines Ivara paralysieren. Was fällt dir ein? Komm, Ivara, das musst du jetzt fertig machen. Volltreffer, ich sag's dir. Und ich sag's noch, aber echt wirklich keine Wirkung. Das ist ja so lol. Das ist echt cool. Ha, lächerlicher Kampf. Haha. Der Tease wurde besiegt. Komm, diese Pokémon habe ich noch nie zuvor gesehen. Was? Ein Pokémon, das ich noch nie zuvor sah, fiel aus dem Baum, als ich Kopfnuss einsetzte. Ich sollte Kopfnuss auch an anderen Stellen einsetzen. Soll ein Hint sein. Also ein Tipp. Ja, ja, ist ja gut. Wir gehen jetzt einfach. Ich will jetzt bitte hier raus. Dieser Wald ist wunderbar. Erinnere mich an den Fertania-Wald, aber der ist nerviger. Also der Fertania-Wald. Für mich persönlich ist Fertania-Wald nerviger. Den mag ich nicht. Konnte den noch nie leiden, aber da ist ganz gut. Ist ganz nett hier. Hast du den Schrein gesehen, der dem Schutzpatron huldigt? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Das wäre das, Celebi. Hm? Oh, interessant. Du erstellst eine Pokédex? Das muss schwieriger sein, wenn du keine Pokémon triffst. Besuche es mit dieser TM. Eve behält TM 12 und das ist noch Luft. Eve steckt TM 12 in die Tasche. Jo. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von deinem Duft eingezogen. Und wenn ich stink wie Sau, kommt keiner. Boah. Ne? Klar. Jo, Mann. Es geht weiter. Du. Ich liebe die Muskel hier, das ist so geil. Das ist so richtig. Hier, trainiere ich. Das ist mein Platz. Habe ich gekauft. Jo. Wieder so ein bekiffter Teenager. Der Guido möchte kämpfen. Ratzfratz. Was habt ihr alle mit euren Ratzfratz? Das ist Puck, obwohl so schlecht ist es nun wieder auch nicht. Okay, aber trotzdem. Das kriegst du an jeder Straßenecke. Selbst Team Rocket will die nicht mal. Obwohl die haben alle ihr Ratzfratz. Die haben damit begonnen, wisst ihr? Was sollen sie den ganzen Tag machen? Jo, Level 17. Das ist sehr schön. Oh, ein Happy Duck. Dann setze ich lieber mein Wasser-Pokémon ein, denn wenn es sich entwickelt, mein kleines Quapsel, wird es auch nämlich zu einem Wasserkampf-Pokémon und das würde mir beim nächsten Arena-Kampf vielleicht helfen. Mal gucken. Mach Aquaknorre. Das ist mal so richtig ersaufendes Habitat. Komm. Mal eine richtige Fontäne. Okay, dann setzt nochmal ein Habitat ein. Okay. Das habe ich ja noch nie gesehen, dieses Pokémon. Noch nie nicht. Hm, schaut ganz nett aus. Oh, es kratzt sich so ein bisschen am Flügel, weil es da juckt. So Parasiten unter die Flügel, wisst ihr? Trainer, du musst doch mal unter die Flügel gucken. Das ist total voller Ungeziefer drin und so. Die Pokémon leiden. Sandanos. Ist auch ein cooles Pokémon. Süß, ne? Oh. Dann will man es gleich mitnehmen, oder? Auch Pokémon-Klau betreiben? Klipp. Der Tag ist sehr effektiv, so ein Scheißdreck, ne? Level 21, juba! Teenage Guido wurde besiegt, hurra, hurra! Besiegt von einem Passanten, ein Teil nach Hause. Hey, Ivara entwickelt sich. Nö, du bleibst noch so, wie du bist. Okay, sei schön artig. Brav. Tipps für Trainer. Bäume mit Beeren tragen jeden Tag neue Beeren. Merke dir, welche Beeren an den Bäumen wachsen. Okay, mache ich. Wenn du das sagst. Na du? Ich habe gerade mein Pokémon aus der Pension wieder abgeholt. Seh mir mal, wie stark es geworden ist. Ich war einfach so faul
und hab's einfach mal so 5 Minuten in der Pension lassen. Oh, nur ein Pokémon, okay. Das ist ein Snubbull, ey, krass. Hey! Ich speis dir mal so richtig ins Bein. Ha! Weißt du, dann vergift mir dich einfach mal. Da hast du dann nochmal ein schönes Pokémon hier, ha? Huh? Charmant! Ich liebe dich, weil du mich vergiftet hast. Oh. Oh, der Angriff ist gesunken. Das ist ja kacke. Dann reflektiere ich. Und dann ist dein... Naja, meine Verteidigungsstärke. Yeah. Nochmal schauen, was ist denn weh? Das. Okay. Snubbull wurde von Gift vernichtet. Rasierblatt. Auf jeden Fall habe ich ganz gut aufgebaut. Ja, okay, das ist cool. Okay, okay. Hätte ich gar nicht machen brauchen eigentlich. Dein Pokémon ist Bullshit. Matthias wurde defeated, wunderbar. Warum muss es auf diese Weise enden? Ja, oh, wir kriegen aber ganz viel Geld und meine Mutter hat auch wieder was abgekriegt. Gut. Oh, da ist eine einsame Trainerin. Besuchen wir sie doch mal. Hi, Süße. Ich bin auch ein Mädchen, aber... Hi, willst du meine besteste Freundin sein? Mein BFFFF? Bist du eine Trainerin? Hast du Lust auf einen Übungskampf? Jo, klar, immer. Na, come on. Jo, eine Pfadfinderin macht einen Kampf. Ein Hopsi-Sprossi. Hi, hi. Ich bin das freundlichste Pokémon. Habe weiße Augen. Leere, seelenlose Augen. Die seelenlosen Augen eines toten Geist-Pokémons. Ich habe immer gemeint, also diese Händen von diesem Hopsi-Spross, habe ich früher immer gemeint, das sind... Tut mir leid, sorry, Brüste. Das sind das Hände. Ich habe gedacht, hä? Aber mein Kerl so denkt, ein Männerherr, Hirn, ein Männerhirn. Ah, Mann. Also wenn ich das im Video sage, dann ist das okay. Ich habe ja euch den Grund ja erzählt. Aber nichts Unanständiges in den Kommis schreiben. Das ist nicht schön. Ach ja, die ominöse Blatschattacke. Die saustarke Blatschattacke, die alles niederfegt, wenn man sie 100-mal eingesetzt hat. Setzt ein Tsunami frei. Noch nicht ausprobiert, macht mal. 100-mal Blatscher. Die meisten Pokémon kommen nicht einmal bis so 100. Nö, Pflanze gegen Pflanze, das ist richtig geil. Hi, hi. Ja, schaut cool aus in dieser Edition des Bisasam. Rankenhieb. Schauen wir mal, was da rauskommt. Mal, ich möchte, was Ivara ein bisschen levelt, deswegen. Ist ja gut. Du ekelst dich, du, ha? Mit dem Ekelsamen. Ich geht. Ich mach dich fertig. Ich bediene dich, Bisasam, hä? Sind freudige Ereignisse. Liegst du da im Staub und Dreck? Hui. Picknicker Gudrun wurde besiegt. Doch die Arme. Oh. Oh nein, ich habe noch nie gewonnen. Oh, du Arme. Tut mir echt leid, aber ich gehe jetzt. Ach. Oh nein, Julian. Huh? Jui, wie steht's? Wie geht's? Julian, hallo? Hast du Zeit? Wie geht's deinem Pokémon? Mein Ratzfatz ist nicht zu halten. Wie immer, es ist mein Ein und Alles. Daumen hab ich's erschossen. Ich werde mit ihm ein toller Trainer sein. Hossa, neulich besiegte ich einen Raupi in der Wildnis. Es war ein Kinderspiel. Nun, wir sind eben so stark. Gut, bis später. Und tschüss. Meine Güte. Und der nächste Trainerkampf. Ich bin der Pokémon-Experte. In meiner Klasse zumindest. So ein Teenager, wieder so ein Dragon-Zanki. Der Lorenz, natürlich. Der hat ein Mankey dabei. Mankey? Hahaha, ich bin ein Kampf-Pokémon. Das kannst du wissen. Ah ja, ich bin ein Pflanze-Pokémon. Ja, das kannst du auch mal wissen. Schauen wir mal, wer das Stärkere ist. Oh, es geht. Gibst du mal so einen richtig fetten Tritt, ey. Das machst du nicht noch einmal, Mankey. Mankey? Blüpp. Level 18, supi. Ivara kriegt keine neue Attacke. Schade. Oh. Machen wir... Volt. Ein Dickter. Hi, hi. Soll ich dir ein bisschen in den Garten kommen und ein bisschen umgraben? Nö, bitte nicht.
Ist schon gut so. Du kannst bei deinem Trainer bleiben. Bleib, Lorenz. Das ist gut. Das ist ganz netter. Ne? Wunderbar. Seht ihr? Mein Team ist unschlagbar. Barabara. Lorenz wurde defeated. Juhu. Nein, es gibt noch bessere Trainer als mich. Oh nein. Hey, Ivara entwickelt sich. Nein, noch nicht. Bleib schön artig. Dauert noch ein bisschen. Meine Güte. Jo, der will nicht kämpfen. Der will nur in der Nacht kämpfen. Ich bin auf der Suche nach verdächtigen Individuen. Das ist die Pokémon-Pension. Wir ziehen deine Pokémon für dich auf. Olerö. Tier. Ich bin der Pensionleiter. Kennst du dich mit Eiern aus? Na toll. Ich habe Pokémon mit meiner Frau aufgezogen. Wir waren entsetzt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Nun, möchtest du das Ei? Gut, nimm es. Du darfst es behalten. Eve erhält Kuriosa. Ich fand dies, als ich mich um ein Pokémon eines anderen Trainers kümmerte. Aber der Trainer wollte das Ei nicht. Also habe ich es behalten. Ist nicht geschlüpft bei dir, ha? Huh? Ich bin die Pensionsleiterin. Kennst du dich mit Eiern aus? Mein Mann und ich haben Pokémon aufgezogen. Wir waren erstaunt, als wir ein Ei fanden. Das ist doch unglaublich, oder? Sollte ich eins deine Pokémon aufziehen? Nein! Los nicht! Oh, ist ein wunderschöner Garten. Da fühlen sich alle Pokémon wohl. Ist curious, ey. Warum gehe ich jetzt auf Beutel, ne? So, das ist dann der nächste Pokémon, das mal ausschlüpft. Wer ist in dem Ei drin? Mewtwo wahrscheinlich, okay. Und der nächste Trainerkampf. Oh, ein Psycho, der ist gut. Ich weiß, dass ich Pokémon gut aufziehen kann. Möchtest du dich davon überzeugen? Ja, bitte. Zeig mir mal deine Psycho-Pokémon. Nein! Doch, nein, doch. Für mich ist ein Enton ein Psycho-Pokémon. Okay, naja. Mein Gott, meine Erinnerung. Das kommt vom Biertrinken, ne? Aber, ey, das ist ja ein Wasser-Pokémon, oder? Jupp. Erledigt ist erledigt. Hervorragend. Ui. Dirk Bodo wurde besiegt. Na also, habe ich falsch trainiert? Hm? Ja, hast du. Schade, ne? Ich glaube, oder? Vielleicht sollte ich eine Pension geben oder Items benutzen. Von hier kann ich das Kaufhaus von Ducatia City sehen. Sonderangebote? Ah ja, genau, okay, genau. Dann gibt es Sonderangebote. Darum nehme ich das an. Jo. Kaufhaus, Sonderangebote, perfekt. Sehr schön. Route 34, Ducati City, Azalea City, Steinacher Wald, irgendwo dazwischen. Ha! Witzig. Sehr schön. Guten Tag, willkommen. Anvivos. Wenn ihr wisst, was Anvivos heißt, dann schaut mal nach, bitte. Oder nur Vivos. Das ist, glaube ich, Spanisch. Auf jeden Fall sage ich das ganz gern. Hier können wir uns eigentlich, hier können wir ja wieder tauschen und so. Funktioniert aber, glaube ich, das hier funktioniert noch nicht. Leider wird die Zeitkapsel gerade repariert. Noch. Damit kann ich Pokémon in die Vergangenheit Haut tauschen. Das heißt, mit der roten und der blauen und mit der gelben Edition, ja. Oh, dein Beutel sieht schwer aus. Oh, hast du zufällig etwas, das man Anara-Brief nennt? Meine Tochter sucht danach. Du gibst mir doch einen, nicht wahr? Arena-Brief geben habe keinen, Mann. Oh, du hast keinen, schade. Was willst du denn mit dem Brief? Deinen letzten Willen schreiben? Ein starkes Pokémon muss nicht zwingend gewinnen. Meist entscheidet der Vor- oder Nachteil des Typs. Ich glaube nicht, dass es ein Pokémon gibt, das allen anderen überlegen ist. Frag mal Arceus. Aber den gibt es jetzt hier noch nicht. Jo, das ist dann der Markt. Den werden wir uns später mal angucken. Schauen wir mal, fahren wir mal ganz kurz in den Keller. Ins ganz Untergeschoss. In the Underground Station. Das schauen wir uns mal später an, wenn ich Bock habe. Hier ist nämlich noch ein bisschen was offen manchmal. Gucken. Sind hier noch was Kriege? Scheint jetzt irgendwie nicht so sein. Banane? Okay.
Jo, ich weiß nicht. Geh nochmal rein, nochmal raus. Verschiebt sich doch hier noch was, oder? Arbeitet doch mal. Hey, du hältst uns auf. Wir arbeiten stets im Hintergrund. Damit uns niemand sieht. Macht so weiter, meine Freunde. Ich schau nochmal. Dann muss ich wahrscheinlich rauf und wieder runter. Machen wir mal ganz kurz. Damit wir auch das sehen, dass das stimmt. Mal so raus und dann nochmal so raus. Und nochmal. Probieren wir nochmal. Das müsste eigentlich gehen. Nein. Nein, ich will jetzt hier raus. Jupp. Perfekt. Jetzt können wir nämlich auch mal hier reingehen. Den Hyperball. Oh. Ist ja lol. Und da ist immer noch Zug gerade. Jo. Okay, das holen wir uns dann später. Obwohl. Doch, nein, das ist dann auch zu. Nee, geht jetzt erstmal nicht. Macht aber auch nichts. Jo. Pipi. Also, das Kaufhaus. Obwohl, schau. Doch, gehen wir hoch. Ich habe jetzt doch Lust bekommen, plötzlich. So viel Lust bekommen. Aber ich gehe nur ganz hoch. Trotzdem. Und gehe von oben nochmal nach unten, wo ich glaube, dass ich richtig bin. Das ist hier ganz oben und hier gibt es dann Sonderangebote. Hier. Bitte, wer sagt, dass das nichts für Erwachsene ist? Ich komme jeden Tag, um wirklich alle Puppen zu bekommen. Ja. Das gibt später Sinn. Oft gibt es hier Sonderangebote. Gib mir dein Essensgeld. Puh, bin ich müde. Manchmal gehe ich auf die Dachterrasse, um eine Einkaufspause einzulegen. Ja, bis das Geld aus ist, ne? Oh, wow. Hörst du auf, mich zu belästigen? Sie sind also freundlich. Hey, einige Träne kämpfen auf dem Weg. Ein Pokémon schoss mit Blättern. Wenn ich das sehe, will ich auch so verkämpfen. Yay! Mist. Mit diesem Fernrohrglas kann ich weit sehen. Vielleicht sogar mein Haus. Ist es das mit dem grünen Dach? Weiß ich nicht. Muss ich nur mal nachgucken. Hier. Hörst du den Glückskanal? Möchtest du gewinnen? Tausche Pokémon mit so vielen Leuten wie möglich, um verschiedene ID-Nummern zu erhalten. Du, wenn du müde bist, dann hol dir ein Getränk aus dem Automaten. Auch dein Pokémon werden sie mögen. Das machen wir gleich. Ein Automat. Ich hole mir ein Tafelwasser. Dann hole ich mir einen Sprudel. Sehr schön. Und dann hole ich mir ein Limo. Jo. Ach, das sind erfrischende Getränke bei mir. Ist das nicht süß? Ja, das ist voll süß. Dann gehen wir wieder. Willkommen. Hier gibt es die TMs. Okay, dann gibt es hier auch nochmal TMs. Ah, diese Attacke passt genau zu euch. Ach ja. Stimmt, die gibt uns eine TM. 27 ist Rückkehr, wenn das Pokémon an erster Stelle mich mag. Das tut's wohl. Stimmt. Davon habe ich über 100 Stück damals gesammelt. Aha. Also, Pokémon aufpumpen. Also, Drogen geben. Alles möglich. Ja, dann können wir gehen eigentlich. Das passt schon. Wie gesagt, hier gibt es jetzt nicht so wie in Pokémon erste Generation. Der Radioturm in Ducati City ist ein Wahrzeichen. Zurzeit läuft gerade eine Werbekampagne. Sie können deine Pokémon modifizieren, sodass er auch als Radio verwendet werden kann. Und das will ich auch haben. Will. Und deinen Spielplatz. Ducati City Spielhalle. Gibt's auch schon wieder. Ja, können wir so ein bisschen zocken hier. Im Spiel ein bisschen zocken. Mit dem Münzkorb können wir hier nichts anfangen. Momentan gehen wir halt einfach hier, ja? Wow, das ist eine große Stadt. Ich finde mich noch gar nicht zurecht. Ich auch nicht ganz wirklich. Macht aber nichts. Okay, das ist das Haus von Bill, glaube ich. Oh, du sammelst Pokémon. Mein Sohn Bill ist ein Experte. Er wurde gerade
in das Pokémon Center von Take City gerufen. Mein Mann ging in die Spielhalle. Toller Mann, ne? Ohne angerufen zu werden. Ja, der versauft sein Geld dort.